Als Komponist ist Chopin heute jedem bekannt. Auch wenn man den Namen nicht kennt, hat jeder schon Stücke von ihm gehört. Als Mitbegründer des modernen Klavierspiels tastet sich der Komponist zu Lebzeiten an die Grenzen der Ausdrucksmöglichkeiten am Klavier und macht Mazurken und Nocturnes salonfähig. Doch wie hat er das Klavierspiel erlernt? Welche Schulen und Lehrer haben ihn geprägt? In diesem Film werden wir den Fragen auf den Grund gehen und betrachten Chopins erste Kompositionen genauer und beobachten seine Entwicklung. Frédéric Chopin, die Ausbildung eines Genies. In dieser Episode die Jahre 1810 bis 1825. In der aufkommenden Romantik gibt es eine ganze Reihe an Komponisten und Komponistinnen, welche sich ausschließlich dem Klavier widmen. Darunter sind Franz Liszt, Charles Valentin Alcan und Frédéric Chopin, um nur einige davon zu nennen. Damit solche virtuosen Stücke auf dem Instrument überhaupt möglich wurden, sind revolutionäre Entwicklungen im Klavierbau vorausgegangen. Das Hammerklavier hat eine sehr bewegte Geschichte und hat viele verschiedene Stufen durchlebt. Die allerersten Instrumente erinnern vom Form und Aufbau eigentlich noch stark an Cembali. Und was den meisten Menschen zuerst auffällt, ist natürlich das Fehlen von Pedalen, was wir vom Klavier und vom modernen Klavier vor allem sehr präsent kennen. Man hat am Anfang viel mit Kniehebeln gearbeitet, die Form aber ansonsten dem Cembalo-Bau entnommen, weil man direkt von dort aus kam. Das, was natürlich am auffälligsten ist und dann für die Lautstärke der Klaviere vor allem ausschlaggebend war und für den Siegeszug auf den großen Bühnen, war, dass man irgendwann begonnen hat, den ursprünglich nur aus Holz bestehenden Rahmen mit Stahl- und Metallträgern zu verstärken. Durch den Metallrahmen kann natürlich auch wesentlich mehr Spannung auf die Saiten und mehr Zug auf die Saiten, was alles zum Klang, zur Klangbildung, zur Dynamik, zur Lautstärke beiträgt. So werden die Töne dreichörig, das heißt, dass jeder Hammer von einer Seite aus drei Saiten anschlägt. Der verstrebte Rahmen erlaubt aber auch dickere und schwerere Saiten. Zwischen 1750 und 1850 wächst so die Klaviatur von rund 5 auf 7,5 Oktaven an. Neben den Veränderungen im Rahmen gibt es auch wegweisende Veränderungen in der Mechanik. Die Mechanik, die wir im modernen Klavier kennen, geht zurück auf eine Erfindung von Erard, einem französischen Instrumentenbauer. Die französischen Instrumentenbauer haben sich stark am englischen Klavierbau orientiert und auch deren Mechanik übernommen und daran weitergefeilt. Erard war sehr umtriebig und hat einige Instrumentenpatente angemeldet. Und das, was wir im heutigen Klavier eben kennen von ihm und was auf ihn zurückgeht, ist die Repetitionsmechanik. Das heißt, der Hammer fliegt nicht komplett in die Ausgangslage zurück und ermöglicht dadurch, dass man recht schnell dieselbe Taste erneut anschlagen kann, was wir vom modernen Klavier auch kennen. Diese Entwicklungen bilden die Grundlage, dass solch virtuose Stücke, wie wir sie von Liszt oder Chopin kennen, überhaupt möglich werden. Doch die Klaviere mit den neuen Errungenschaften haben sich auch erst durchsetzen müssen, damit die Komponisten und Komponistinnen ihre gedruckten Werke überhaupt verkaufen können. Dem Klavier zu seinem Siegeszug hat tatsächlich das aufkommende Bürgertum verholfen, weil gerade die sogenannten Tafelklaviere, die eine Spezialität der englischen Klavierbauer waren, sehr günstig zu produzieren waren. Die dürften dann recht schnell die Wohnzimmer und die Salons des Bürgertums bevölkert haben. Und dadurch das Cembalo, das in der Anschaffung doch teurer war, verdrängt haben. So wirklich den Siegeszug angetreten hat es dann aber erst um 1800 und Anfang des 19. Jahrhunderts, wo wir dann auch eben so Komponisten wie Chopin oder Liszt haben, die dann sich eben auch im Zusammenspiel mit den besseren Instrumenten oder den neueren Instrumenten ausschließlich auf das Klavier fokussieren und nur für dieses Instrument komponieren. Frédéric Chopin wird am 1. März 1810 in Polen geboren. Żelazowa Wola liegt ca. 50 Kilometer westlich von Warschau. In diesem Haus kommt er zur Welt. In dem Gebäude leben die Bediensteten der Familie Skarbek, zu denen auch Chopins Eltern gehören. Die Mutter arbeitet als Haushälterin und Kindermädchen der Familie Skarbek. Der Vater, ein emigrierter Franzose, arbeitet als Französischlehrer auf dem Anwesen.
Im Herbst 1810 zieht die Familie nach Warschau, da der Vater eine Anstellung als Professor für Französischunterricht am Lyzeum, dem Gymnasium, erhält und daneben eine Pension für adelige Kinder übernehmen kann. Nicolas und Justina Chopin haben insgesamt 4 Kinder: Ludwika, Frédéric, Isabella und Emilia. Die Eltern Chopins verbindet die Leidenschaft zur Musik. Der Vater spielt Geige und Flöte, die Mutter spielt Klavier und singt. Als der Dreijährige Melodien auf dem Klavier zusammenzusuchen und nachzuspielen beginnt, macht das Wunderkind auf sich aufmerksam. So wird nach anfänglichem Unterricht der Mutter beschlossen, das Kind in die Hände eines Fachmannes zu geben. Die Wahl fällt auf den 61-jährigen Wojciech Adalbert Dziwny. Wojciech Dziwny wird 1756 in Böhmen geboren und stirbt 1842 in Warschau. Er ist Privatmusiklehrer und Komponist. Dziwny erlernt das Violin- und Klavierspiel sowie Harmonielehre und Kontrapunkt bei Jan Kuchasch in Böhmen. Jan Kuchasch ist ein tschechischer Organist, Mandolinist und Komponist mit großen Kenntnissen von der Musik von Johann Sebastian Bach. Nach mehrjährigem Dienst für den König Stanislaw in Polen lässt sich Dziwny in Warschau nieder, wo er zu den gefragtesten Klavierlehrern gehört. Dziwny zählt zu den Freunden der Familie Chopin und komponiert Klaviermusik, Lieder und Orchesterstücke. Wie Kuchasch wird auch Dziwny als Bach-Fanatiker beschrieben. Bedenkt man, dass Johann Sebastian Bach zu der damaligen Zeit in Warschau wenig bis gar nicht bekannt ist, kann dies als großes Geschenk angesehen werden. Chopin kommt dadurch schon ab den frühesten Jahren mit Bachs Musik in Kontakt und wird sich vielleicht eben darum auch später intensiver damit auseinandersetzen. Es wird davon ausgegangen, dass Chopin bei Dziwny die Grundlagen der Klaviertechnik erlernt, aber auch von der Kompositionslehre profitiert. Doch wie sieht der Unterricht bei Dziwny aus? Ich denke, dass die musikalische Ausbildung Chopins sich nicht sehr grundsätzlich von der anderer Klavierkomponisten seiner Zeit unterschieden hat. Es gab ja diese große Gruppe der sogenannten Pianist-Compositeur, also der oder Compositeur-Pianist, also der Komponisten, die ihre eigene Musik eigentlich vor allem gespielt haben. Das heißt, die Pianisten waren und meistens auch als Pianisten ihr Geld verdient haben, aber eben auch für sich selber komponiert haben und dann auch für Publikum komponiert haben. Deren Ausbildung wird doch im Großen und Ganzen sehr ähnlich gewesen sein, denke ich. Nämlich alle haben eigentlich Komponieren am Klavier gelernt, Fantasieren am Klavier über ältere Methoden, sehr generalbasiert. Anhand des Lehrbuchs Karol Korpinski, Wyklad systematyczny zasad muzyki na klavikord, auf Deutsch Darstellung der Grundlagen der Musik für das Klavikord, lässt sich erahnen, wie der Unterricht bei Dziwny ausgesehen haben könnte. Korpinski schreibt, die gesamte Struktur der Musik besteht aus 3 Elementen: Melodie, Harmonie und Bewegung. Die bewegenden Töne bilden eine Melodie, die Kombination mehrerer Töne in Folge die Harmonie. So werden zu Beginn des Lehrbuchs die Grundlagen der Notation, Skalen mit Fingersätzen, Tonarten und Akkorde erläutert. Im nächsten Abschnitt, bei dem es um Bewegung geht, folgt eine Beschreibung der Diminution von einem Satzmodell mit unterschiedlichen Notenwerten von ganzen Noten hin zu Sechzehntelnoten. Dabei wird von einem zweistimmigen, vom Generalbass abgeleiteten Modell ausgegangen. Dieses Modell wird sowohl in der rechten als auch in der linken Hand diminuiert. Thank you.
Diese Beispiele sind unverändert aus der Klavierschule von Ignaz Pleyel übernommen und können als Maßstab genommen werden, wie der Klavierunterricht zu jener Zeit ausgesehen hat. Ich glaube, das ist für mich und für viele Kolleginnen und Kollegen damals die ganz entscheidende Erkenntnis an diesen ganzen Quellen gewesen, dass es also keinen Instrumentalunterricht gab, der nicht zumindest mit elementaren Unterrichtseinheiten auch in Komposition, Improvisation, Musiklehre verbunden war. Und da sind ja solche Lektionen drin, wo ein zugrunde liegendes harmonisches Gerüst immer weiter verziert wird. Das ist natürlich vor allem eine pianistische Übung, aber gleichzeitig schult es ja auch das musiktheoretische Denken, weil man hinter all diesen Etüden und Figurationen dann immer wieder das gleiche harmonische Modell irgendwo sieht. Nach weiteren Beispielen für die Diminution, welche sowohl als kompositorisches Mittel als auch für die Improvisation verwendet werden können, folgen Beispiele von simplen Polonaisen. Während dem Unterricht bei Jeschivni erscheinen die ersten offiziellen Kompositionen des siebenjährigen Frederiks. Eine Polonaise in G-Moll und eine in B-Dur. Diese Polonaisen werden nur veröffentlicht, weil ein mit der Familie befreundeter Priester für den Druck dieser Werke sorgt. Die Warschauer Presse wittert natürlich eine Sensation und stellt fest, dass auch auf unserem Boden Genies wachsen. C'était aussi une mode artistique, si j'ose dire. C'est l'époque. Vous voyez déjà Telemann qui s'occupait à l'époque de Bach de ce qui se passait comme musique en Pologne et ailleurs. Vous voyez, vous savez, Wilhelm Friedemann Bach avec ses polonaises. Et bon, ça continue. La polonaise était en train de devenir un genre un peu de style galant. Et puis, évidemment, vous avez Oginski, qui était lui-même un seigneur, un prince, un amateur de haut rang, qui donne à la polonaise une résonance nationale, héroïque, plus forte. Et Chopin arrive dans ce moment-là. Et évidemment, il y a les éléments politiques de la Pologne à ce moment. Et évidemment, il est à la fois le tributaire, comme on a dit, de Lessel, de Kurpinski, de Szymanowska, enfin tous en ont écrit, mais Oginski est certainement le maître. La première polonaise en sol mineur, elle est comme un menuet baroque, c'est-à-dire un trio dans la relative majeure ou mineure selon le temps, et puis retour, etc., bien cadré, quadrature, etc. Et vous voyez comment ça prend une importance compositionnelle et imaginative immense chez Chopin, au point de devenir un récit épique. Peut-être on discute beaucoup de savoir si la grande polonaise héroïque, avec son trio en mi majeur, etc., a derrière un argument. Die grundlegenden Merkmale einer authentischen Polonaise sind der Dreivierteltakt, ein gemäßigtes Tempo und typische rhythmische Formeln. Seit der Zeit von Oginski, einem Musiker aus Warschau, ist die übliche Form der künstlerischen Polonaise eine dreiteilige Liedform. A, B, A. Chopins früheste Polonaisen in B-Dur und G-Moll sind das Werk des siebenjährigen Jungen und trotz ihrer Konventionalität sind sie sehr charmant und offenbaren das Talent dieses polnischen Wunderkindes. In den darauffolgenden Polonaisen aus seiner Kindheit ist eine allmähliche Bereicherung der pianistischen und kompositorischen Fähigkeiten zu erkennen. Wir nehmen hier als Beispiel die Polonaise in G-Moll. Thank you.
Die beiden Polonaisen offenbaren eine Fülle jener Phrasen und Elemente, aus denen Polonaisen damals komponiert worden sind. Auch die Form entspricht den gängigen Konventionen. Das Stück brilliert zweifellos nicht in der harmonischen Sprache. Diese fällt gegenüber den kindlichen Werken Mozarts deutlich ab, der bereits mit Modulation experimentiert. Man sollte bei solchen Vergleichen jedoch stets die Vorbilder im Auge halten. Der kleine Chopin komponiert seine Polonaisen wie andere polnische Komponisten der Zeit, so zum Beispiel wie Ogiński. Oder so wie Kurpinski, dem Autor des zuvor erwähnten Lehrbuchs. Also wenn ich die ganz frühen Klavierstücke von Chopin ansehe, geht es mir so ähnlich wie bei den frühesten Stücken von anderen Komponisten, dass er vielleicht vor allem nachgeahmt hat, was er auch selber gespielt hat. Also vielleicht eine Art des Komponierens, die gar nicht so sehr aus der Theorie herkommt, sondern aus der Praxis des Spielens und Nachspielens. Neben der musikalischen Erziehung erhält Chopin auch eine umfassende Allgemeinbildung, die sich in Kenntnissen von Französisch, Deutsch, Latein, Altgriechisch und Italienisch, Geschichte, Literatur sowie Philosophie niederschlägt. Im Salon der Familie Chopin treffen sich außerdem jeden Donnerstag herausragende Persönlichkeiten aus der Welt der Wissenschaft und Kunst. Unter anderem der Mathematiker Julius Kohlberg, der Maler Josef Brodowski und auch ausgezeichnete Musiker. Darunter der Komponist Josef Elsner sowie der Pianist und Organist Wilhelm Wadsworth Würfel. 1822 beendet Chivni nach 6 Jahren Unterricht mit Chopin die pädagogische Arbeit. Chivni beschließt, dass Frédéric Chopin in andere Hände gegeben werden muss, um sich musikalisch optimal weiterzuentwickeln. Chopin widmet Chivni vor dem Abschluss eine Polonaise in As-Dur, welche zu Chopins Lebzeiten aber nicht zur Veröffentlichung kommt.
Das Stück zeigt große Fortschritte im Vergleich zu den Polonaisen von 1817. Auffallend ist, dass der Polonaisen-Rhythmus, welcher in den früheren Stücken prominent am Anfang vorgestellt wird, erst im B-Teil erscheint. Dies deutet bereits auf spätere Polonaisen hin, welche sich von konventionellen Salon-Miniaturen zu ausgedehnten Tanzgedichten entwickeln. Die Harmonik ist im Vergleich zu den ersten Polonaisen wesentlich ausgereifter. Neben Modulationen gibt es komplexere harmonische Bewegungen, wie zum Beispiel einen chromatischen Melodiezug in der linken Hand. Trotzdem erscheinen die jeweils viertaktigen Einheiten des ersten Abschnittes voneinander losgelöst. Auch auf rhythmischer Ebene wirkt das Stück konstruiert, wie dies zum Beispiel am Wechsel zwischen Sechzehntel- und Sechzehntel-Triolen hörbar ist. Dieses rhythmische Muster wirkt so komponiert, damit auf jedem Achtel der linken Hand ein konsonantes Intervall erklingt. Ein paar Jahre später, noch stärker vom italienischen Bel Canto inspiriert, wird Chopin solche Linien geschickt von der linken Hand losgelöst verzieren. Wie auch bei den ersten Polonaisen bedient sich Chopin an den Enden von Abschnitten an Schlussformeln, welche er konsequent wiederholt. Durch die fast komplette Vermeidung von Dissonanzen auf schwere Taktzeit wirkt das Stück rein. Es fehlt dafür an der Tiefe und an einem wiedererkennbaren Charakter. Wenn es nicht Chopin wäre, der diese Stücke geschrieben hat, würden wir sie wahrscheinlich heute nicht anschauen. Würde ich mal sagen. Sie sind so vielleicht eher eine biografische Kuriosität, auch musikalisch interessant, in einem durchschnittlichen Stil, wie ihn vielleicht auch einige andere Leute in dieser Zeit im fortgeschrittenen Alter schon auch schreiben konnten. Dies ist das Ende eines Abschnitts in Frederiks Leben. Nicht nur musikalisch, sondern auch schulisch. Denn der väterliche Privatunterricht ist zu Ende und Frederik tritt 1822 mit 12 Jahren in die 4. Klasse des Lyzeums ein. Für die weitere musikalische Bildung kann Nicolas Chopin den Direktor des kürzlich gegründeten Konservatoriums gewinnen, Josef Elsner, der am Lyzeum auch für den Unterricht von Musik angestellt ist. Josef Elsner wird 1769 in Grodkow geboren und stirbt 1854 in Warschau. In der Kindheit erhält Elsner eine Ausbildung als Sänger und Violinist am Gymnasium und sammelt Erfahrung als Chor- und Solosänger, als Kammermusiker und Orchestermusiker. Die Laufbahn als Musiker beginnt er 1791 als Konzertmeister in Brünn in Tschechien. Im Anschluss wird er Opernkomponist in Lemberg. 1799 reist Elsner nach Warschau und wird Musikdirektor im Nationaltheater. Nachdem Boguslawski im Theater in Warschau eine Schule zur Ausbildung des künstlerischen Nachwuchses gründet, tritt Elsner als Lehrer in das Institut ein. Elsner wird Direktor und bildet es zum Konservatorium aus. Chopin erhält 6 Stunden Unterricht pro Woche bei Josef Elsner und eignet sich die brillante Klaviermusik der Zeit an. Werke von Johann Nepomuk Hummel, Karl Maria von Webern und anderen. In Warschau hört er auch Mozarts Requiem und Don Giovanni und singt im Chor von Josef Haydns Schöpfung mit. Ah, naturellement, toute la jeunesse de Chopin, Chopin connaissait tout. Enfin, vous allez parler et jouer l'opus 1 qui était publié chez Bjegina, l'éditeur polonais. Et Bjegina avait une grande librairie, la plus grande, à Varsovie, à la rue Miodova. Et Chopin était toujours à la librairie de Bjegina. On trouvait tout. Tout ce qui était publié à Berlin, à Leipzig, à Vienne, à Paris aussi, etc. Et donc Chopin a eu entre les mains l'essentiel de ce qu'on appelle les œuvres du style brillante, à ce moment-là, on pourra en parler. Et alors, du point de vue polonais, évidemment, Ogiński, fondamental pour la polonaise, et en particulier polonaise héroïque ou polonaise mélancolique, enfin, il y a plusieurs types. Et puis, bien entendu, Lessel aussi, qui était un élève de Haydn. Et puis, Kurpinski, le grand homme d'opéra à l'époque, évidemment.
Et puis Maria Szymanowska aussi, avec ses mazurkas, avec valses, etc. Des exercices. Il y a un premier exercice, prélude exercice de Szymanowska en fa majeur, qui est probablement une source possible pour le prélude en fa majeur 23e, par exemple. Donc tout ça, il le connaissait parfaitement. Ab dem Jahre 1823 erhält Frédéric zusätzlichen Unterricht bei dem Komponisten und Organisten Wilhelm Würfel. Wilhelm Würfel lässt sich nach mehreren Jahren auf Konzertreise schließlich in Warschau nieder. Le nom de Würfel, pianiste, très bon pianiste, compositeur d'origine tchèque, qui vivait à ce moment-là à Varsovie, et dont on ne sait pas si oui ou non il a été un professeur de clavier de Chopin. Mais ce qu'on est à peu près sûr, c'est qu'il lui a appris la technique de l'orgue. Puisque en 1825-26, Chopin était, comme lycéen, était organiste le dimanche à la messe de l'université, à l'église de la, des Visites, qui, de la Visitation. Et c'est vraiment ça, on sait que Würfel, qui enseignait aussi l'orgue à la Hochschule, a montré l'orgue à Chopin, qui avait déjà tâté d'autres instruments et le Melodicon, etc. Nach der Polonaise von 1822 zeigt Chopin bereits Fähigkeiten im Brilliant Style. Jedoch hat Chopin keine Erfahrungen mit der Komposition von größeren Formteilen, von größeren Werken und deren harmonischen Fortschreitung, von der Modulation und dem motivischen Zusammenhang innerhalb eines Werkes. Versuche, den Unterricht, den Chopin erhalten hat, genau zu rekonstruieren, sind bisher nicht zielführend. Sicherlich sind während dem Unterricht diverse Übungsstücke entstanden. Als weitere Referenz, wie der Unterricht ausgesehen haben kann, zeigt Luigi Cherubinis Marche d'Harmonie pratiquée dans la composition. Wie schon erwähnt, spielt in der Ausbildung am Tasteninstrument der Generalbass als Harmonielehre bis weit ins 19. Jahrhundert hinein eine wichtige Rolle. Die jeweiligen Gerüstsätze werden mit einer pianistischen Figuration diminuiert. So wird der abstrakte, theoretische Lerninhalt sogleich praktisch umgesetzt. Das Buch zeigt einen sehr systematischen Aufbau. Dabei behandelt es vierstimmige Gerüstsätze mit kontrapunktischer Satztechnik, welche nach und nach immer komplexer diminuiert werden. Obwohl es um die Harmonie geht, sind alle Stellen zusätzlich im Generalbass notiert. Dies verdeutlicht die Synthese von Generalbass, Harmonie und Kontrapunkt im 19. Jahrhundert. Das Buch erläutert verschiedene Satzmodelle. Den Faux-Bourdon und den Faux-Bourdon mit 7-6 Synkopenkette. Und unter anderem den Quintfall mit 6-5 Unterstimme. Chopin macht in vielen seiner Werke Gebrauch von solchen Sequenzen. Als Beispiel nehmen wir hier den Faux-Bourdon mit 7-6 Synkopenkette. So ist der Marche d'Harmonie folgender. Und so die diminuierte Version im Stück. Als weiteres Beispiel nehmen wir die Ballade Nummer 1 in G-Moll. Dies ist der Marche d'Harmonie. Thank you.
und hier die diminuierte Version. Man braucht jetzt nicht Cherubinis Traktat, um Sequenzen zu lernen. Was Cherubini da macht, diesen Marsch der Harmonie, ist einfach eine sehr ausführliche und schriftliche Darstellung von dem, was so Common Sense war in der Diminution von Sequenzen. Eine der wirklich interessanten Sachen an dieser traditionellen Ausbildung im 18. und 19. Jahrhundert ist, dass Dinge, die wir heute separat betrachten, als Generalbass, praktisches Klavierspiel, Harmonielehre am Klavier, Kontrapunkt, dass diese Dinge eben in ein Gefäß gepackt waren. Und das war der Generalbass am Klavier. Als nächste Komposition wollen wir das Rondo Opus 1 betrachten, welches 1825 veröffentlicht wird. Nach den Variationen über ein Schweizer Lied von 1824 ist das Rondo ein weiterer Versuch in einem neuen Genre. Das Stück ist lebendig, frisch und melodienreich. Elle marque le début d'une évolution très rapide qui va jusqu'en 18, c'est-à-dire justement les années où Chopin suit les cours de Elsner à la Rochelle. Mais c'est une œuvre en elle-même, au-delà de ce qu'elle pouvait signifier pour Chopin, qui me semble merveilleusement illustrative du côté juvénile de Chopin à ce moment-là. Celui qui est adoré comme pianiste et qui s'y plaît, et qui est séducteur, qui est charmeur, et qui est heureux d'y être, et qui joue de tout ça avec une certaine liberté, une certaine fantaisie, qui se discipline déjà 2 ans plus tard, au moins, dans le rondo à la Mazur. Hein. Voilà. Mais là, nous avons une certaine spontanéité, liberté, déjà dans la structure, n'est-ce pas? Das Rondo-Thema erklingt 3-mal. Die Episoden bis zum 2. Erscheinen des Themas sind im Großterzkreis angelegt. C-Moll, E-Dur, Gis-Moll, As-Dur, C-Moll. Die Überleitung zum 1. Seitenthema bewegt sich harmonisch genau in die umgekehrte Richtung. Von C-Moll über As-Moll nach E-Moll, E-Dur. Zwischen dem 2. und dem 3. Thema modelliert das Stück über B-Moll nach Des-Dur und verweilt darin während 3 Episoden bis zur Rückkehr nach C-Moll für den 3. Einsatz. Die Großterzanlage ist ganz logisch, aber trotzdem mutig für die damalige Zeit. So überschreitet das Stück klar das klassische Tonartenverständnis und zeigt romantische Formen auf. Die kompositionstechnischen Fortschritte sind unübersehbar. Auch wenn die einzelnen Themen stark voneinander losgelöst sind, sind die Modulationen vielseitig und die Episoden brillant und virtuos. Vergleichen wir das Stück mit der zuvor erläuterten Unterrichtsmethode, wird ersichtlich, dass das Stück klar damit korreliert. So ist das Hauptmotiv des Themas eine Diminution des C-Moll-Akkordes bzw. des S-Dur-Akkordes. Im Verlauf des Themas wird der Akkord weiter diminuiert. Diese Kompositionsweise lässt sich durch das ganze Stück nachvollziehen. Es scheint, als wäre das Stück nach einem methodischen Leitfaden komponiert worden. So besteht der C-Moll-Teil nur aus Pendel der Stufe 1 und 5 in C-Moll und S-Dur. Der E-Dur-Teil aus 4 hintereinander angereihten Kadenzen 1, 2, 5, 1. Und der As-Dur-Teil aus einem Quintfall.
An dieser Stelle ist es notwendig, den Zusammenhang von diesem frühen Werk zu seinen großen Werken der Erwachsenenjahre zu betrachten. Chopin überschreitet später klar den postklassischen Brilliant Style, doch kann dieser ebenso auf sein Frühwerk zurückverfolgt werden. So lässt der lyrische E-Dur-Teil mit den Kadenzen bereits die späteren Nocturnes erahnen, denn auch diese lassen sich, wenn auch klar weiter davon entfernt, auf die Diminution der vom Bass geführten Akkorde zurückführen. Die Episode in D-Dur zeigt auch klare Parallelen zu der Ballade Nummer 4 in F-Moll. Oder auch die Episode in Gis-Moll zeigt Anzeichen der Etüde Opus 25 Nummer 1 in As-Dur, um hier nur ein paar Beispiele zu nennen. Die Einflüsse aus dem Generalbass mittels Diminution, latenter Polyphonie und dem Versuch, verschiedene Satzmodelle aufs Papier zu bringen, sind unbestritten. Am Opus 1 und den vorhergehenden Kompositionen können die Ursprünge, ja die Wurzeln eines genialen Komponisten aufgezeigt werden. Neben dem Talent, dem ökonomischen Status und der Disziplin ist auch der intensive und strukturierte Unterricht eine Voraussetzung, um mit 15 Jahren solche kompositorischen Fähigkeiten zu erlangen. So ist das Rondo Opus 1 der große Schritt in die Öffentlichkeit. Thank you.
Dass dieser Film möglich wurde, verdanken wir unter anderem Jane Stirling, einer Schülerin von Chopin. Sie hat sich dafür eingesetzt, dass die von Chopin zur Vernichtung gekennzeichneten Werke erhalten geblieben sind. So danken wir ebenfalls allen Helfern, die dazu beigetragen haben, dass dieser Film zustande gekommen ist. Und besten Dank Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.